Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Disney Dreamlight Valley. Ja, in der letzten Folge habe ich ja gesagt, dass wir heute die Quest mit Remy machen. Es hat übrigens zwei Gründe, das wollte ich euch noch kurz erklärt haben. Zum einen natürlich, weil man hier gut sehen kann, dass wir zwei neue Rezepte bekommen. Ich wollte zwar eher die Sachen als erstes machen, wo man dann auch Sand bekommt, aber naja. Und zum anderen, weil wir ja, das war's, ne? Genau, diese Speisekarte gefunden haben. Und dann haben wir wenigstens wieder einen Platz, der frei ist. Mir fällt übrigens gerade was anderes auf. Warum sind die Fliegenfallen jetzt nicht mehr Teil der Quest? Das heißt, ich kann die jetzt behalten. Dann kann ich die ja bei meinen Blumen einsortieren. Oh. Na gut. Na gut, dann machen wir das. Habe ich jetzt zuletzt gar nicht gesehen, aber da bin ich natürlich auch noch nicht hier reingegangen. Ja, das heißt mit anderen Worten, wenn wir mit Remy fertig sind, werden wir danach dann auf jeden Fall die Sache hier von Dagobert Duck noch machen. Weil, wobei ich jetzt nicht genau weiß, Gebäude ist bis auf weiteres unbewohnbar, Reparaturen erforderlich. Es müsste aber die Hauptstory normalerweise sein. Remy, du rennst mir die ganze Zeit nur hinterher und jetzt bist du irgendwo am Ende der Welt und ich muss dich jetzt suchen. Na super. Okay. Und egal, wann ich Schnell, komm irgendwo her, hingehe zum sonst kommen wir. Porten, achso, ja, steht wieder falsch. Sie überfällt mich wieder. Jetzt kommt der hier runter. Willst du mich jetzt hier? Das ist so blöd. Wenn die merken, oh, man steht am Teleporter, dann denken die, also denkt die KI Hallo, hier bin wahrscheinlich, ich. die will zu mir rüberkommen, also laufe ich dir einfach mal entgegen. Kannst du mal stehen bleiben? Juhu! Hey, du bist es! Gameplayerin? Was ist das? Feinschmecker im Land der Uralten. Es ist deine Speisekarte. Ich habe sie neben einem verrammelten Restaurant auf der Insel der Ewigkeit gefunden. Remy, hattest du früher ein weiteres Restaurant dort? Warte, so langsam fällt mir alles wieder ein. Ich hatte ein weiteres Cherie-Mie auf der Insel der Ewigkeit. Ich hatte leider nie eine Chance durchzustarten. Ich hatte gerade angefangen, als das Vergessen begann. Aber hey, ich glaube, ich bin bereit, es noch einmal zu versuchen und das Cherie-Mie auf der Insel der Ewigkeit zu eröffnen. Das ist eine tolle Idee. Ich bin froh, dass du so denkst. Komm, wir gehen ins Cherie-Mie auf der Insel der Ewigkeit. Danke. Ja, ich hab zu danken. Bin ich? Ja, doch, hier bin ich richtig, ne? Ich war jetzt gerade überlegen, Ich ob muss das das mit dir Cherie-Mie sprechen. war oder ob das jetzt das von Dagobert Duck war. Moment, ich muss mal kurz Holz mitnehmen. Holz ist ganz wichtig. So. Achso, ich kann ja noch gar nicht rein. So. Hallo. Insel der Ewigkeit. Es ist wirklich ein beeindruckender Ort für ein Restaurant. Ich kann die kulinarischen Inspirationen schon in meinen Schnurrhaaren spüren. Aber was das Gebäude angeht, es sieht so aus, als hätten wir eine Menge Arbeit vor uns. Aber hey, sie ist nicht größer als andere Aufgaben, die wir in Angriff genommen haben. Ja, da stimme ich zu, weil das andere sah ja in etwa genauso schlimm aus. Das dachte ich mir schon. Okay, ich mache ein bisschen Inventur und putze, während du Vorräte für die Speisekammer holst. Ich will auf jeden Fall ein paar Zutaten aus der Region. Was stellst du dir vor? Für den Anfang brauche ich Fisch aus dem Land der Uralten, Mist, Kümmel, um die Gerichte zu würzen und ein paar Erdbeeren wären perfekt. Ich habe eine tolle Idee für einen Erdbeerkuchen. Au Okay, die Erdbeeren. Das finde ich übrigens ganz, ganz toll gemacht bei. Ach nee, Moment. Ich darf es nicht zu schnell sagen, weil wir haben die Sachen nämlich im Inventar. Nein, dann sage ich da nichts zu. Moment, wir brauchen Kümmel. Was habe ich denn? Das ist aber das, was wir vom Baum holen, oder? Wenigstens ein beliebiger Fisch. Aber es muss unbedingt ein Fisch sein. Das ist wiederum nicht so toll, weil Fische fange ich nicht so gut. Aber ich glaube, man konnte die Fische eher fangen, wenn man von außen, also nicht in diesen Fischteichen gefangen hat, oder? Ich bin mir nicht sicher. Wieso machen die mir hier eigentlich alles zu? Rechts, das kann ich überhaupt nicht Dieses Dorf wegnehmen. riecht nach Magie? Gibt es sowas? Magie gibt es. Also hier im Spiel auf jeden Fall.
Ob man die riechen kann, das kann ich dir nicht sagen, Remi. Da ist nochmal Holz, das nehmen wir auch direkt mit. So, jetzt haben wir alles gemacht, was wir eigentlich nicht machen wollten. Ich habe übrigens hier draußen nochmal eine Truhe hingestellt. Und zwar habe ich jetzt links alles Sachen, das habe ich jetzt auf der anderen Insel, auf der normalen gefunden. Links alles Sachen drin, die für Freunde sind, die man verschenken kann. Und rechts habe ich jetzt die ganzen Sachen noch drin, die man hier finden kann. Wahrscheinlich werde ich die mal tauschen müssen, weil ich denke mal, dass man hier wahrscheinlich mehr Sachen findet, als Sachen, die ich tatsächlich irgendwie Freunden schenken kann. So, das sind neue Sachen zum Essen. Das heißt, wir müssen auf die dritte Etage. Da habe ich dann den Kümmel versteckt. So, 5 Kümmel brauchen wir noch. Wo ist er denn? Hier. Aufteilen. 5 Stück. Zack. Und einmal rüber. So, einen beliebigen Fisch. Ist jetzt die Frage. Ja, der passt auch. Dann würde ich aber sagen... Ach so, generell einen beliebigen Fisch. Nicht unbedingt einen, den man hier gefangen hat. Dann nehme ich doch den hier, weil von dem habe ich jetzt mehr. Ich weiß jetzt nicht genau, ob ich jetzt unten bei meinen normalen Fischen noch mehr habe, aber wenn wir jetzt gerade schon mal hier oben sind, kann ich dann auch mal eben die Sachen hier reintun. So, Datteln und Mandeln brauche ich nicht hierfür, das brauche ich auch nicht dafür. Ich hoffe, der will die jetzt nicht gleich haben, wenn ich denn loslaufe. Das Holz könnte ich auch noch mal kurz wegtun, bevor wir weitermachen. Ich weiß, das sind so organisatorische Sachen, die ich normalerweise sehr, sehr ungern mache, während ich die Aufnahme mache. Ich könnte es jetzt auch wegschneiden, aber ich denke mal, so lange wird es jetzt auch nicht dauern. Kupfer hatte ich allerdings noch. Moment, Kupfer. Das tun wir auch mal weg. Und die bunten Steinchen, die können wir direkt unten vor der Tür machen. Da brauchen wir gar nicht hin und her laufen. Ach, ich konnte, glaube ich, auch hier oben rausgehen, oder? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Ich meine, ich bin zuletzt auch von oben rausgegangen. Wir haben ja unsere wunderbare Truhe, die ich leider 10-mal gemacht habe, weil ich gedacht habe, das sind aber schöne Truhen, die sind schön groß. Und dann festgestellt habe, dass man die nur von überall zugreifen kann, wenn man die mehrfach macht. Nein, 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 nein. Ich kann es jetzt nicht richtig lesen. Ich brauche 6 Fische. Och nein, da muss ich doch nochmal reingehen. Aber 6 Fische, so viele habe ich überhaupt gar nicht gefunden. Also ja gut, ich habe die 8. Aber dann kann ich halt nichts mehr damit machen. Das ist das Problem. Schauen wir mal in den Fischtruhen. Ach doch. Ach Gottchen, da haben wir... Das ist auch genau der Fisch, den ich jetzt hier... ups. Nee, so viel wollte ich jetzt eigentlich nicht... Nein. Och. Doch. Mach es... Nein, mach es erstmal rüber. Du hast da keinen Platz. Ich weiß, ich weiß. Das ist immer blöd mit dem rechts und links klicken. So, jetzt wieder aufgefüllt. Und jetzt haben wir aber auch genug. So. Mein Gott. Aber das ist gut. Ja, sehen. Ja, das ist super. Man kann von hier oben verlassen. Meine ich doch. Er ist noch drüben. Ich mache ihn trotzdem mal an. Nicht, dass er mir vorbeirennt. Der ist so klein. Der kommt mir jetzt entgegen. Und wenn er jetzt an mir vorbeirennt... Gut, er müsste jetzt oben drüber dieses Zeichen haben, ne? Aber wenn er mir vorbeirennt und auf einmal weg ist... Entschuldige, das aber nicht ich so bräuchte gut. mal die Hilfe eines Menschen. Ja, hier, bitteschön. Da ist meine Hilfe. Kriegst deine ganzen Sachen. Hey, du bist es! Die sind perfekt, Gameplayerin. Ich kann es kaum erwarten, mit diesen Zutaten ein paar tolle Gerichte zu zaubern. Ich bin immer gern der Küchenchef. Und du bist der beste Küchenchef, den sich ein Koch wünschen kann. Deshalb möchte ich, dass du das Restaurant eröffnest. Ohne dich würde es uns nicht geben. Danke. Naja, ohne meine Eltern würde es mich nicht geben. Wir... Oh. Er wird gefüttert. War diese Animation im anderen Reich auch? Das ist ja total süß. Indem du auf das Schild klickst. Ah, okay. Ach, jetzt. Natürlich kriege ich jetzt neues Holz. Egal, indem ich auf das Schild klicke. Wieso steht der Baum eigentlich davor? Einen schönen Tag noch. Ja, man kann kein Touristenziel haben, wenn es kein gutes Restaurant gibt. Wenn wir das Jeremie auf der Insel der Ewigkeit erst einmal eingerichtet haben, werden wir die Wirtschaft richtig ankurbeln. Und los geht's. Passt. Ja, sieht genauso aus wie das alte, aber sehr schön. Ist aber schon ausgebaut, ne? Das alte mussten wir ja, glaube ich, 2-mal ausbauen, oder wie war das? Ist der jetzt
drin, oder? Die sind schon alle... Der ist hier schon am Bedienen, oder was? Hallo, Remy? Da. Bonjour. Wow, Gameplayerin, danke. Oh. Das wird ein großartiger Ort, an dem sich die Leute treffen und ein tolles Gericht genießen können. Das ist der Beginn eines ganz neuen kulinarischen Abenteuers. Es hat mich sogar so sehr inspiriert, dass ich schon ein paar Rezepte kreiert habe. Und ich möchte, dass du sie bekommst. Ich hoffe, es wird dir Spaß machen, sie auszuprobieren. Bravo! Ja, das war's schon. Das ging aber ganz fix heute. Die Bilder hingen auch im anderen, meine ich, ja. Das sind auch die Zutaten aus dem anderen Bereich. Ja, ja, unten die kann man nicht nehmen. Ich dachte, vielleicht kann man da jetzt noch was hinzukaufen oder so. Okay, sonst ist alles gleich. Hier kann man auch nichts kaufen. Das ist einfach nur für ihn. Ja, wunderbar. Und die wollen wieder alle ihr Essen haben. Ja, aber da möchte ich mich jetzt ehrlich gesagt nicht drum kümmern. Wie geht's dir heute? Noch geht es mir gut, noch geht es mir gut. Wir schauen uns mal die Rezepte an. Rezept für Salat mit Basilikum und Beeren. Bin ich mir jetzt nicht sicher, ob ich das schon freigeschaltet hatte. Entweder ist das jetzt dadurch gerade hell geworden, oder ich hatte es tatsächlich schon freigeschaltet. Salat mit Basilikum und Beeren. Nee, aber ich glaube nicht, hier oben ist es nicht drin, weil das sind die Gerichte, die ich nämlich schon herausgefunden hatte. Achso, wieso gehe ich jetzt raus? Und Rezept für Muschelkiwis. Nee, das haben wir definitiv... Nee, das war Muttern und Schrauben. Das ist übrigens ein mechanischer Fisch hier drin. Das ist dann das hier. Kann ich aber theoretischerweise machen. Schnecke und so weiter, die haben wir alle, also nicht alle geangelt, die Schnecke haben wir schon geangelt. Okay, ja, da müsste ich das auf jeden Fall auch nochmal machen. Die anderen Sachen weiß ich halt noch nicht. Das ist immer so ein bisschen Rätselraten, ne? Ach so, genau, eine Sache wollte ich noch machen. Jetzt bin ich gerade am Überlegen. Die funkelnden Dünen. Hä, wieso kann ich nicht kleiner stellen? Hallo? Ich kann nicht mehr zoomen. Ich weiß nicht, warum ich nicht zoomen kann. Ich gehe mal hier rüber nochmal. Okay, ich darf nicht mehr zoomen. Ich weiß nicht, warum. Ja, super. Ich darf mich aber doch nach oben und unten bewegen. Darf ich? Ich darf nur nicht zoomen. Das ist ja ganz toll. Die funkelnden Dünen. Moment. Die funkelnden Dünen. Finde die restlichen zwei Juwelen der Zeit, in denen du die funkelnden Dünen untersuchst. Da gehen wir nochmal eben hin. Ich habe aber eigentlich alles schon da hinten gemacht. Es kann natürlich sein, dass wir dafür hier wieder so einen Riss der Zeit, oder wie sich das nennt, haben müssen. Und das dann ausbuddeln müssen. Weil das Ganze hier sind doch die funkelnden Dünen. Man sieht hier immer... Man sieht hier immer noch meine Überreste, wo ich gebuddelt habe. Ich habe... Irgendwie habe ich so das Gefühl, dass das was mit Gaston zu tun hat. Ich weiß auch nicht. Aber funkelnde Dünen sind nur hier. Diese... Oder das Ganze, also mit Grenzland und so weiter. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Ich habe jetzt aber natürlich auch nicht so viel gesammelt. Kann ich das hier sehen? 10.000. Ich habe nicht so viel gesammelt, dass ich alles freischalten kann. Ich würde eigentlich schon gerne erstmal die Sachen freischalten, wo ich gerne hin möchte. Die Lagune hört sich so toll an hier oben. Es ist blöd, wenn man nicht zoomen kann. Ich weiß auch nicht, warum ich hier nicht zoomen darf. Ich bin auch nicht irgendwo an der Taste gekommen. Daran liegt es nicht. Na gut, ist wieder irgendein Bug hier gerade bei Disney. Ich weiß auch nicht, warum. Lag das vielleicht daran, dass ich hier reingegangen bin? Nö, anscheinend nicht. Ja, ich weiß es nicht. Was ist ein Filter überhaupt? Ach so, dann kann man das... Ah, habe ich mir, glaube ich, noch nie angeguckt. Aber gut zu wissen.
Also, die Lagune würde ich persönlich gerne freischalten. Um natürlich die Story zu machen, müssten wir aber eigentlich hier oben den Teil freischalten. Die Promenade wäre für mich dann schon eher, obwohl, naja gut, dann käme ich nach oben zwar, aber ich habe halt keine Möglichkeit. Aber wenn ich die Promenade frei mache, dann ist doch der Bereich hier auch frei, oder? Würde ich mal behaupten. Und die Promenade ist, glaube ich, auch das gewesen. Ich dachte gerade, da stand einer, aber das war nur die Hütte. Ist, glaube ich, auch das gewesen, was so teuer war, meine ich. Das Problem ist halt, dass dann fange ich halt wieder von null an. Ne? Mit dem Sammeln. Ich meine, das mache ich so oder so. Das ist halt das Blöde. Das hier kostet 10.000. Das wäre dann die das Grenzland. Ich nehme mal an, das ist dann auch das Gebiet hier oben. Ich hoffe, dass das nicht einzeln ist. Nein, oh, nein, nein. Hallöchen. Oh. Du kommst ein bisschen spät. Ja, nerv mich doch nicht. Da will man sich bewegen und dann kommt man hier in den Dialog rein. So war das nicht geplant, so war das wirklich nicht geplant. Also ich würde schon gerne die schöneren Seiten hier als erstes aufdecken tatsächlich. Das ist, glaube ich, der Eingang hier, ne? Aber das ist nur 6.000. 6.000 zur Promenade. Achso, Promenade. Ja klar, nicht zur Lagune. Komm, ich mache jetzt die Promenade. Es ist lange Rede, kurzer Sinn. Oh. So, ja, wir wissen's, wir wissen's. Gut gemacht, Gameplayerin. Jetzt kannst du die Promenade besuchen. Wenn ich mich recht erinnere, ist das ein ziemlich aufregender und kurioser Ort für einen Spaziergang. Ja, Spaziergänge wollte ich ja eigentlich nicht machen. Oh nein, ich habe dadurch eine neue Quest freigeschaltet. Nein! Die Kraft der... Obwohl, die Kraft der Blumen... Auf der Insel gibt es wirklich viele schöne Blumen. Ja, aber das ist wahrscheinlich nur irgendwas für Mini, oder? Ich bin mir nicht sicher. Ich habe jetzt, einen kurzen Moment habe ich jetzt gehofft, dass wir dadurch eventuell diese großen Blumen wegkriegen. Aber ich denke mal, dass wir das nur hinkriegen, wenn wir mit Merlin noch was machen. Gras unter meinen Füßen fein. Der Duft der Blumen ist zu rein. Niemals kehre ich zurück. Diese Freiheit ist nun mein. Ist aber echt ein komischer Text. Also es hat nichts mit dem Originallied, was so schön ist, von Rapunzel zu tun. Aber ich meine, ist ja auch nicht schlecht, wenn sie da jetzt ein komplett neues Lied kreieren. Ich hätte vielleicht doch da hinten die Ecke erst nehmen sollen. Da ist ein schöner Bambus, da ist eine schöne Bambusecke. Okay. Hier ist eine in Pink. Cool. Hatte ich die nicht schon? Doch, die hatte ich schon. Ich wundere mich hier voll. Oh, die hatte ich schon. Na gut, hier sind aber auch noch ein paar von den anderen Sachen dazwischen. Die nehmen wir direkt mal mit. Ach nee. Och, da komme ich nicht hin. No, nein. Wann kann ich diese blöden Dinger hier endlich machen, Mann? Wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich, wenn ich die Sanduhr verbessere, ne? Dann kann ich die machen. Aber da brauchte ich doch irgendwelche Sachen für... Wo ich gar nicht wusste, wo ich die herkriege. Ah, ein neues Büschlein. Ein neues Büschlein. Es tut mir wirklich leid. Es tut mir wirklich leid. Eigentlich tut es mir nicht so richtig leid. Aber du, ja, hier kann ich. Hier kann ich aber rein und raus zoomen. Na toll. Ich meine, das ist gut, dass ich es wenigstens hier kann. Ne? So, jetzt muss ich nochmal gucken, wie ich das jetzt hier am besten mache. Ist das jetzt der von vorne oder von, nee, von hinten? Das sind die anderen Bäume. Ne? Ich muss den aber trotzdem erstmal nach da hinten stellen. Ich kann den ja später nochmal umstellen. So, die hier meinte ich eigentlich, dass wir die hier vielleicht mal wegkriegen. Aber ich glaube nicht, dass das die Quest von Mickey ist. Komme ich dahinter? Oh ja. Sehr schön. Leider nur Gold. Ich muss ja jetzt echt darauf achten, dass ich jetzt wieder... Oh, hier unten kommen wir auch runter. Und nach da oben. Gucken wir erstmal kurz oben, weil das ist, glaube ich, nicht so viel. Hier ist noch was zum Einsammeln. Da auch, wenn auch auf andere Art und Weise. Jetzt komm schon, Uns erwartet viel Arbeit. Och, nee, ne? Merlin. Und jetzt lauf. Wo sind wir denn hier?
Ach so, das ist fürs Grenzland dann, okay. Ich will doch nur was aufheben. Ich will doch nicht mit dir... Ich denke, wieso kommt Merlin jetzt, wenn ich hier eine Erinnerung aufhebe? Meine Träume werden wahr unter den Lichtern. Das Wasser glänzt. Die schönsten Nächte. Habe ich mich in Bezug auf ihn geirrt? Ich bin verwirrt. Kommt er eigentlich auch? Ich glaube nicht, ne? Oh, was haben wir denn hier? Das wäre dann wohl der Nebeneingang zum Schloss, weil wir so nicht dahin kommen, so wie es aussieht. Okay. Aber dann haben wir den auf jeden Fall schon mal freigelegt. Ich meine, den müssen wir ja so oder so freilegen, um dann nachher dahin zu kommen. Und gleichzeitig haben wir natürlich auch einen schönen neuen Bereich freigelegt. Der mit neuen Tieren. Naja, neue Tiere, aber zumindest andere Farben. Hier sind auch wieder die Blumen. Mich würde es wirklich interessieren, ob der damit die Blumen meint, dass wir die wegmachen können. Ich glaube es nicht. Oh, da können wir durch, sehr schön. Ich glaube es tatsächlich nicht, aber... Aber es wäre auf jeden Fall toll. Was haben wir denn hier? Kleidungsbeutel? Ja, Jeans. Aber diese Jeans haben nicht dieses eklige unten drunter, was so komisch aussieht. Sondern die scheinen normal abgeschnitten zu sein. Das ist gut. Oh. Ist ein bisschen blöd, weil man nichts sieht, wenn man hier durchläuft. Aber, na, leider nur Geld. Schade. Ich geier ja immer noch da drauf, endlich mal wieder ein paar Pünktchen zu kriegen. Ich möchte halt alle Erweiterungen so schnell wie möglich freischalten. Ich denke mal, dass ihr das verstehen könnt. Wenn ihr das selber spielt, wollt ihr wahrscheinlich auch so schnell wie möglich alles freischalten, damit ihr alles erkunden könnt. So, das stellen wir mal hierhin erstmal, damit das mal alles an einem Fleck ist. So, die beiden Pflanzen nehmen wir uns noch eben. Holz ist hier auch noch. Da ist nichts, was wir wegmachen können. Aber etwas, was wir noch einsammeln können. Ja, ich meine, haben wir jetzt hier die... Nee, war das jetzt die Oase? Nee. Ach so, nee, die Lagune heißt das übrigens. Okay, nee, ich dachte nämlich, die Lagune ist bestimmt schön. Oder hinten scheint die Welt zu Ende zu gehen. Aber zumindest das Wasser und ein bisschen von der Höhle können wir noch sehen. Aber ich denke mal nicht, dass wir da reingehen können. Die Welt ist so groß und ich so klein. So hoch oben, aber ich falle nicht wie ein Stein. Jetzt bin ich auf dem Boden, selbstbewusst in meinem neuen Heim. Wie kann mein Leben jetzt sein? Wir kriegen auf jeden Fall sehr viele von Rapunzel. Ja gut, da ja nur drei Charaktere neu hinzugekommen sind. Och, jetzt verfolgt die mich auch noch bis nach hier. Ich muss gehen, tschüss. Oh, was machen die Pflanzen denn hier? Waren die nicht sonst woanders? Mann, wo bin ich denn jetzt genau? Jetzt bin ich im wilden Dschungel. Gucken wir noch mal. Das dürfte die Lagune sein. Oh, da brauche ich auch 10.000 für. Oh. Warum müssen die alle so teuer sein? Mann, 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 Mann. Na gut, aber wir haben zumindest schon mal den neuen Bereich erkundschaftet und wir wissen schon mal, was es da alles gibt. Das ist nämlich wieder der Bereich hier im Turm und ich will ja jetzt nicht die ganze Zeit nur mit euch hier alles sammeln. Das mache ich dann gleich nochmal offline. Ich gucke nur gerade mal, meine ich doch, ich habe nämlich hier doch noch eben was gesehen. Das mache ich noch eben mit euch zusammen. Da muss man wirklich fast drinstehen, ne? So. Das letzte werden wir wohl nicht mehr kriegen. Ja, ja, ja. Das dachte ich mir schon, das dachte ich mir schon. Was haben wir denn bekommen? Wieder einen uralten Heizkörper und eine uralte Platte. Wir haben noch vier Sachen bekommen. Was haben wir denn sonst noch erhalten? Wahrscheinlich irgendwelche Sachen so wie Punkte oder so, ne? Ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht drauf geachtet. Ich müsste mir das Video nochmal angucken. Ich denke mal, wir haben irgendwas wie Punkte noch mit dazu bekommen.
Ja, ich bin wirklich am Überlegen, ob wir als nächstes Mickey machen sollen, weil eigentlich würde ich nämlich gerne erstmal, ich glaube, es ist das hier. Ja, genau, gib ihm das Schild fürs Abrissgebäude, genau. Das würde ich jetzt am liebsten erstmal machen, damit ich nämlich das auch schon mal wieder aus meinem Inventar raus habe, weil ihr wisst ja, Inventar ist begrenzt und man hat so schnell das Inventar voll. Ein paar Tipps, was die Wirtschaft auf der Insel der Ewigkeit betrifft. Das ist bestimmt auch nicht schlecht. Wobei Wirtschaft, ja, keine Ahnung, müssen wir mal gucken. Die Entflohenen. Goofy ist von all den neuen Fischen auf der Insel der Ewigkeit begeistert. Okay, warum heißt das denn die Entflohenen? Etwas klopft an der Tür. Ja, das war jetzt leider eine Quest von der anderen Insel. Deswegen, die würde ich jetzt erstmal nicht machen, aber ich würde schon gerne mit Merlin weitermachen. Das ist das Problem, weil ich denke, dass wir hier eventuell noch unsere Sachen verbessern können. Kraft der Blumen kann ich mir nicht so richtig was drunter vorstellen, aber da würden wir auf jeden Fall auch die so wertvollen Dings hier bekommen. Mit ihr würden wir anscheinend nichts bekommen. Sie hat was, Moment, sie hat was Seltsames entdeckt. Oh, ich befürchte, dass wir da nicht drum herum kommen, die auch zu spielen. Allerdings hat sie keine Belohnung. Das ist ein bisschen komisch. Sully haben wir noch nicht. Ja gut, Eve. Leveln müssen wir die Leute natürlich auch noch. Und das hier ist auch noch mit Sully. Also das heißt, Dagobert und Donald und Ursula, die setzen wir erstmal ein bisschen zurück. Definitiv. Die beiden setze ich persönlich jetzt auch ein bisschen zurück, weil ich die dafür halt eben leveln muss. Und ja, mit den Freundschaftsaufgaben, da müssen wir dann mal gucken. Aber ich würde erstmal auf jeden Fall beim nächsten Mal die Sache mit Dagobert machen. Ich weiß immer noch nicht, was mit Jafar ist, weil die funkelnden Dünen. Ich vermute ganz stark, dass wir dafür tatsächlich erst die Quest mit den mir so verhassten Gaston machen müssen. Leider. Deswegen würde ich tatsächlich sagen, wir machen in der nächsten Folge erstmal Dagobert, damit ich das schon mal aus dem Inventar raus habe, das Schild, damit wir wieder einen Platz mehr haben. Hört sich nicht viel an, aber ja, es ist halt wirklich so, dass man die Plätze halt schnell voll hat und ich wirklich um jeden Platz kämpfen muss vom Inventar. Und wenn wir das dann gemacht haben mit Dagobert Duck, dann kümmern wir uns auf jeden Fall um die Quest mit Gaston, die ich nicht machen möchte. Aber da er immer an der gleichen Stelle bleibt und es ja auch in der Hauptquest, also Hauptquest nenne ich das jetzt mal mit Jafar, heißt, dass das in dem Gebiet ist, gehe ich sehr, sehr stark davon aus, dass wir mit ihm die Quest machen müssen, ihn freischalten müssen und dann den nächsten Edelstein finden. Das heißt, die beiden werden wir uns jetzt auf jeden Fall in den nächsten 2 Folgen oder vielleicht 3 Folgen, je nachdem, wie lange das mit Dagobert dauert. Aber ich denke mal nicht, dass das so eine lange Quest ist. Dass wir uns damit auf jeden Fall erstmal beschäftigen werden. Ja, aber liebe Mitmenschen, liebe Leute, ihr Lieben, so, ihr Lieben, sage ich doch immer, wir müssen trotz. Alter. Vielen Dank, Disney. Vielen Dank für diese Jumpscare-Effekte. Also Jumpscare nicht im Bildschirm, sondern Jumpscare in meinen Kopfhörern. Ich weiß nicht, wie laut das bei euch jetzt gewesen ist, aber in meinen Kopfhörern war es jetzt extremst laut. Oh, immer wenn die. Ich mag sie ja schon irgendwie, das Vergessen. Ich meine, ne, sie ist eine Kopie von mir, wenn auch keine besonders gute. Nein, aber sie ist ja schon nett und alles. Aber es hat wirklich diesen Jumpscare-Effekt, wenn sie irgendwo in der Nähe ist und plötzlich anfängt zu singen. Es ist grausam. Ich finde es wirklich grausam. Ich kriege hier immer gefühlt einen halben Herzinfarkt damit. Also noch einmal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und in der nächsten Folge machen wir dann Dagobert und in der über oder ab der übernächsten Folge, falls es länger dauert, machen wir dann die Quest, die ich eigentlich aufschieben wollte. ja. Vielleicht bringt uns das dann ein bisschen näher zu der Verbesserung. Vielleicht kann ich mir aber auch Sachen zusammensammeln, um meine Sanduhr zu verbessern. Ich schaue noch mal privat jetzt gleich ein bisschen, also ohne dass es aufgenommen wird, ob ich da was für zusammensammeln kann. Wenn ja, versuche ich das natürlich offline und mache das dann ja bei der Aufnahme mit euch zusammen. Bis zur nächsten Folge. Ciao.
Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich natürlich auch gerne abonnieren.